Willkommen zum vielleicht letzten Teil von Let's Play Rockman Exhaust mit Hatsune Miku anstatt unseres geliebten blauen Bombers. Und im letzten Video konnte ich noch die Schwäche vom letzten Boss herausfinden und jetzt muss ich nur noch wieder dahin gelangen. So wartet wieder so eine blöde Blechmaschine auf mich. Lass mich doch mal zufrieden. Komm, ich brauche jetzt Energie, gib mir was. Na, immerhin ein Kügelchen. So, da ist ein E-Tank. Meins, meins! Ja, das so gut. Juhu, abwärts! Miku fällt und fällt, aber das macht ihr nix. Sie musste schon gegen wesentlich schlimmere Situationen ankämpfen. So, ich brauche Item Number One. So, ich versuche nochmal mit Nummer 2 durchzukommen. Nein! Ach komm, da war doch in dem Moment gar nichts. Jetzt mal ernsthaft. Ja, super. Super, super. Ach komm, ich bin jetzt fast am Ende des Spiels, ja? Okay, ich versuche mich mal an dem da vorbei zu tricksen. Haha! Hahaha! Dachtest du, mein Freund? Dachtest du? Ja, toll. Lass mich auch noch treffen von dem, ey. Nein, ich will nicht in den Abgrund. Der sieht nicht sehr einladend aus. Moment mal. Ich habe jetzt wieder Zeitanhaltefähigkeit. Das heißt, ich konnte gleich einfach mal die Zeit anhalten. Würde mir vielleicht etwas weiterhelfen. Ich kann merken, hier gleich nicht springen. Ja, geht doch. Okay, Flash-Stopper aktiviert. Okay, benutze ich lieber nochmal eine Plattform. Nein! Okay, aber das packe ich jetzt. Wily, komm raus und transformiere dich zu deinem Kristall. Das wird die finale Schlacht. Nein, nicht treffen. Ey, Mund, was ist da eine kleine Plattform? E-Tank ist jetzt auch egal. Crash Bombs, Wily, das ist der letzte Schuss. Okay, das ist der letzte Schuss. Rums, 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 rums. Okay, gleiches Ende wie in Mega Man 2. Es war nur ein Trick von Wily, ein Hologramm, eine Fälschung. Ja, Wily, was machst du jetzt? Rums, 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 rums. Und Wily kann schweben. Nein, bitte tu mir nichts, Miku. Schlage mich nicht mit deinem Purry. Juhu. Miku, du hast es geschafft, du bist toll. Wie jetzt? Es gibt kein Ending! Schwach, äußerst schwach. Es gibt also kein Ending in diesem Spiel. Tja, das war nun also Rockman Exhaust. Eigentlich ist Rockman Exhaust ja ohne Miku. Das mit Miku ist ja nochmal ein separater Hack. Also waren das jetzt so gesehen zwei Hacks in einem. Und ja, was soll ich also zu Rockman Exhaust noch sagen? Es hatte sehr viele gute Ansätze, das Spiel. Besonders der Kirby-Level hat mir gut gefallen. Ah, das wurde dann wieder so von so Leveln wie zum Beispiel Quickman, es war ja Flashman. Also, die Mega Man Laser schön und gut. Aber in keinem Spiel waren sie so beschissen wie in diesem hier.
Und die Wily-Level waren auch teilweise ganz schön unausgewogen, was den Schwierigkeitsgrad anging. Die ersten Level sauschwer. Dann kamen wieder wesentlich einfachere. Naja. Insgesamt, naja, DAI hast schon gute Arbeit geleistet, aber solltest dir da doch nochmal ein paar Sachen überlegen, die du da besser machen könntest. Im Großen und Ganzen hatte ich doch Spaß, auch wenn es einige frustrierende Momente gab. Und ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch bei meinen weiteren Let's Plays dranbleibt. Und das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Und wir sehen uns wieder. Gell? Tschüss, Miku.